Weiter geht's mit Mischinki, wo die Ölkrise tatsächlich überstanden ist. Und wie ich das hinbekommen habe, das erzähle ich euch ein andermal. Denn heute wollen wir uns um diesen ganz neuen Bereich hier kümmern und ihn weiter perfektionieren. Wie dem auch sei, es wird mit Sicherheit wieder eine ganz gemütliche Angelegenheit, zu der ich euch viel Spaß wünsche. Ja, in der Tat. Es geht weiter hier. Ich bin nicht auf dem Trockenen gelandet. Das war zwar sehr knapp, aber jetzt erstmal hey ho, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Mischinki, wie gesagt, mit mir im Vorbundler. Dieses wunderbare Eisenbahn- und Wirtschaftssimulationsspiel von Jan Zeleny. Das immer besser wird, denn es gibt inzwischen auch ein neues Update. Und schon davor gab es die Möglichkeit, auf so eine experimentelle Version umzuschalten, was ich natürlich auch prompt getan habe. Und siehe da, seitdem ich auf dieser experimentellen Entwicklerversion spiele, läuft das Spiel auch wieder reibungslos. Ja, da hatte ich in den letzten Folgen doch ziemliche Probleme mit. Ziemlich viel abgestürztes Spiel, wie ihr sicher wisst, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Aber das ist überstanden, wie mir scheint. Ich hoffe es mal. Und ich schaue mich mal hier in meinem ganz neuen Bereich um. Ja, das ist wieder so ein ganz normaler Bereich, bei dem es weniger darum um die Ölocken ging, obwohl ich auch welche produziere, sondern auch so alle möglichen anderen Dinge. Personenverkehr habe ich hier wieder eingerichtet, und zwar zwischen den Städten Hagen, dann hier oben in Heidelberg und Karlsruhe da oben, ganz am Populores der Welt. Aber hier habe ich eine schöne, schnelle V220 eingesetzt. Hier vorne zischt sie gerade mal vorbei. Ah ne, die bleibt stehen, okay, dann eben so. Okay, ja, es ist wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Nein, im Grunde nicht, im Grunde nicht. Man kommt schnell wieder rein. Ich hatte jetzt ja einige Tage Pause und ich habe mich nur mal kurz umgesehen und weiß jetzt eigentlich auch schon wieder, wo ich hier so bin. Das ist ein kleiner Güterzug, der bringt Waren auch in diese drei Städte, die ich gerade genannt habe. Immer einmal dahin, dann wieder zurück, dann wieder da in die nächste Stadt und immer weiter weg bis hinten nach Karlsruhe. Weil mehr Produktion habe ich hier auch nicht. Teilweise fährt er auch gar nicht so richtig gefüllt. Also das seht ihr jetzt auch hier 26 von 36. Aber er macht so sein Ding. Und es ist interessant, weil er sich hier auch mit diesem Personenzug teilweise die Strecke teilen muss. Hier hinter den Tunneln und so. Und hier oben habe ich nochmal so eine interessante Sache gebaut. Das klappt aber auch wie am Schnürchen. Überhaupt kein Problem. Also die schaufeln mir mal wieder ein bisschen, ja, obwohl ich so wenig habe, ne? Grüne Ocken. Wichtigste überhaupt. Wenn man die hat, dann kann man wirklich alles machen. Überfluss haben wir auch bei Kohlenocken. Logischerweise, weil wir auch kaum noch Kohlenocken verbrauchen. Denn wir setzen, ja, es laufen auch einige Dampfloks natürlich, aber wir können zum Beispiel keine neuen mehr kaufen. Das ist schon lange her, dass ich eine Dampflok gekauft habe. So, was interessant ist, hier oben habe ich mal so eine richtige schöne Modelleisenbahn gebaut. Das ist so die klassische Märklin-Anfängerpackung. Und läuft aber natürlich auch sehr super. Ich habe hier nämlich zwei Ölquellen. Sehr gut an den Ölquellen, die liefern und produzieren wirklich richtige Mengen, also das ist wirklich, damit kann man arbeiten. Ich habe hier schon zwei große Züge eingesetzt. Der eine fährt bis hier hinten immer vorwärts. Das sind so zwei Rundstrecken, die dann hier zu der zu der Raffinerie gelangen, wo wir dann eben auch Ölocken teilweise sogar schon produzieren, aber hauptsächlich natürlich Öl, also Benzin, Diesel. Ja, da seht ihr mal, hier haben wir richtig schön was geladen. Und das sind richtige Arbeitstiere hier, diese Loks. Ich sehe jetzt gerade den Namen nicht. Da können wir gleich mal im Lokschuppen nachgucken. Das sind diese Dinger, die 70 fahren. Die können aber ordentlich was ziehen. Und vor allem brauchen sie selber keine Ölocken. Ja, sondern die arbeiten mit ganz normalen grünen Ocken. Und davon haben wir ja genug. Deswegen, also das sind im Moment meine wichtigsten Maschinen. Ah ja, und dann kommt er hier hoch zu dieser Fabrik, wo er dann Ölocken draus machen wird. Jetzt haben wir auch Glück, kommen gerade zwei Züge an, das sieht immer besonders schön aus. Der andere Zug ist ein neuer Holzzug, wie ihr seht, bringt also verarbeitetes Holz an.
aus dem Sägewerk bei Hagen. Und das wird dann hier, das soll hier vor allem in der Werkzeugfabrik verarbeitet werden zu Goldocken. Ja, die ist dafür hauptsächlich da. Ich mache da inzwischen so, dass ich mehrere Werkzeugfabriken habe, die halt spezialisiert sind, die nicht alles herstellen, sondern halt hier zum Beispiel hauptsächlich dann eben die Goldocken aus Holz. So, und jetzt Chili mit einem halben Auge, wie ich immer sage, schon ein bisschen hier auf meine neuen Dinge, die ich machen werde. Und zwar hier haben wir noch ein Stahlwerk und da oben vor allem nochmal eine Werkzeugfabrik. Ihr seht nämlich, was so ein bisschen hinterher hängt, sind immer noch die Metall- und Stahlocken. Das ist zwar alles im grünen Bereich. Hier kriege ich auch immer irgendwie jährlich so eine Meldung rein, dass ich ganz toll bin. Als wenn ich das nicht sowieso schon wüsste. Nee, aber diese Ocken, die würde ich jetzt auch gerne nochmal anheizen. Und dafür möchte ich gerne diese Werkzeugfabrik nehmen. Und dann haben wir hier nämlich noch eine Gießerei. Und wir haben hier auch irgendwo Erz gehabt. Erz hier. Und auch hier unten. Vielleicht nehmen wir das zuerst. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, vielleicht da kommt noch ein drittes Gleis dran. Moment, da werden wir mal schon mal direkt anfangen. Gehen wir mal ruhig in den Baumodus. Das Spiel läuft jetzt auch so auf meiner Riesenmap so gut. Also es gibt eigentlich nie Warnmeldungen von wegen, dass sich die Züge im Weg rumstehen oder sonst was. Es läuft alles reibungslos. Man kann da noch mehr rausholen, denke ich mal. Man kann das noch mehr optimieren, um noch mehr Geld zu scheffeln. Aber man muss ja auch zufrieden sein. So, Kinder, okay, kommt. Jetzt machen wir hier mal, nehmen wir auch direkt immer die Hochgeschwindigkeitsgleise jetzt ab sofort. Und dann bauen wir hier mal einen Bahnhof hin, direkt an diese Mine. So, dann gehen wir hier mal hoch und dann kreuzen wir hier mal diese Strecke. Ja, die wird sehr wenig verwendet. Da läuft eigentlich nur der Güterzug drüber, der kleine, der hier immer hin und her fährt. Und er kommt da alle drei Touren mal kurz hier vorbei und muss da mal so zurückfahren. Also es ist echt nicht so schlimm. So, und hier werden wir weiter einen Abstecher machen. Das werden wir hier mit Blocksignalen ganz einfach mal eben abtrennen. Dass da nichts passiert. Und dann denke ich mal, können wir hier oben ruhig noch ein drittes Gleis anbringen. Warum nicht? Kostet doch nichts, ne, da. Kostet zwar schon was, aber uns ist das ja egal. So, und dann fahren wir da mal durch. Moment, das ist ja jetzt der Eisenzug. Der muss eigentlich gar nicht durch den Bahnhof. Das ist gar nicht nötig. Das ist eher ein wenig unpraktisch jetzt gelegen, weil ich muss ja im Grunde hier hin. Machen wir es mal so rum. Bauen wir mal, auf der Seite ist etwas mehr Platz. Auch direkt mal mehrere Gleise, drei Stück auf jeden Fall. Wir haben zwei Erzminen, wir haben dann noch die Kohle, die muss auch noch angebracht werden. Das ist wieder das Problem, was wir bei unserer ersten Gießerei haben. Ja komm, dann müssen wir noch ein paar Gleise bauen am besten, ne? So, Chemnitz. Da ist auch gar nichts los in Chemnitz, ne? So, und hier auch der Bahnhof in Hagen. Den müssen wir uns auch vielleicht nochmal genauer angucken, was da alles so abgeht. Da kommt jetzt also der Personenzug, der Güterzug und auch zwei Holzzüge, die hier noch so durchfahren müssen, um wieder zurückzukommen. Habe das eben ein bisschen anders aufgebaut. Das fällt mir gerade ein. Mehr mit Rundstrecken, nicht mehr so viele Wendekreise. Hier ist ein Wendekreis für den Personenzug. Das geht auch rucki-zucki. Aber die müssen nicht mehr so rangieren. Da wollte ich mal ein bisschen von abkommen, ja, dass es etwas flüssiger läuft noch, obwohl ich da ja immer sehr gerne zuschaue. Ich finde das immer wunderbar zum Zugucken, wenn die so rückwärts fahren und irgendwo rein und wieder raus. Ihr versteht schon, wie ich das meine. So. Ja, Kohle hätten wir. Wo hatten wir denn überhaupt auch Kohle? Wo müssen wir ein bisschen planen, wo die so... Also Kohle, es kommt eher von Süden. Hier sind die beiden Kohlenminen. Okay, und dann hätten wir von einer Richtung kommend hier unten den Erzzug. Die Kohlen könnten diese beiden nehmen. Der andere Erz, der könnte das vierte Gleis nehmen. Und oben das fünfte ist letztendlich der Abtransport zur Werkzeugfabrik. Ich würde sagen, so läuft das Geschäft. Ne? Dann machen wir hier
mal die. Nicht mit Bahnhof, also hallo. Mal gucken, wie ich das hier schön hinbekomme. Das soll ja auch noch was aussehen. Und immer der Ärger mit diesen diagonalen Gleisen oder diagonalen Böschungen. Ja, hier, ne? Obwohl das ja, also die Schiene ist diagonal. Hier ist die Böschung diagonal. Dann kommt man hoch. Logisch, dann ist die Schiene ja gerade. Okay, naja, gut. Gucken wir mal, ob ich vielleicht da vorne runterkomme. Mache ich die Böschung hier wieder weg. Es gibt auch irgendwie jetzt ein neues, eine neue Terrainart. Habe ich jetzt im Moment noch nicht so wirklich rausgefunden. Ja, so kann man es machen. Dann der, wie gesagt, hier oben hin. Kommt ganz nah an den Rand da, die Böschung. Terraform. Oh, da muss ich gar nicht hin. Gut, dann schnell wieder hier zurück. Ja, Terraform habe ich ja noch so gut wie gar nicht gemacht hier auf der Map. Immer ab und zu mal so zwischendurch so ein kleiner Berg oder sowas. Ja, das ist schon drin, aber für mehr hat es noch nicht gelangt. Die Staffel ist ja angefangen auf einer ganz anderen Map. Da habe ich dann auch mal ein bisschen terraformt. Aber das ist schon lange her. Hier mit diesem Diesel-Update letztens habe ich da nochmal Blut geleckt. Und das Spiel wird ja auch immer besser und zuverlässiger. Außerdem geht die Entwicklung ja noch weiter. Man erkennt ja inzwischen auch, oder schon seit langem, dass der Jan Zeleny da auch ernsthaft daran arbeitet. Das ist ja immer so ein gern genannter Kritikpunkt bei diesen Early Access Sachen. Ne? Die sind schon okay. Also man hat schon die Möglichkeit als Kunde, sag ich mal, sich gut zu informieren und sich einen Einblick zu verschaffen, was da für Entwickler hinterstehen. Also dieses Vorurteil, so Early Access Spiele würden ja nichts taugen, so nach dem Sinne, und das wäre nur so Geldmacherei. Das ist, kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich habe auch kein Early Access Spiel, wo ich jetzt sage, ja, das ist aber echt hier eine Abzockerei. Also was gibt's bestimmt, aber ich habe immer die Möglichkeit, vorher mir schon mal einen Einblick zu verschaffen. Also mal gucken, ob das hier so halbwegs brauchbar aussieht. Viele gerade Strecken. Hier mal irgendwie rüber so. Und hier so rum. So, das ist eine Kohlenmine. Wir wissen aus unserer Erfahrung, dass wir immer sehr, sehr viel Kohle benötigen. Die Kohle ist immer bisher das große Problem gewesen. Wenn ich jetzt den Bahnhof da ans Meer setze, dann haben wir hier wieder so eine komische Geschichte. Mal gucken, ob der jetzt schon da drin ist. Pass mal auf, dann machen wir hier diesen Bereich mal eben etwas flacher. Ja, Early Access, ne? Auch Minecraft hat's erfunden. Der Notch, der hat das damals, ich sag mal, etabliert. Vielleicht nicht erfunden, aber er hat dann natürlich definitiv dieses System völlig hoffähig gemacht. Was gut ist, also es gibt ja jetzt auch kleine Studios, er hat ja die ganze, das muss man ja auch nicht vergessen, er hat ja praktisch die ganze Game-Industrie verändert oder überhaupt dieses Early-Access-Prinzip, da das so erfolgreich ist und eben auch kleinen Entwicklerstudios oder teilweise wie Parkitect, einem Zwei-Mann-Team, das ist ja noch nicht mal, kann man ja gar nicht mal so Studio zu sagen, das ist ein Team aus zwei Leuten. Ja klar, kann man dann auch Studio zu sagen, logisch, ne? Aber ihr versteht, das ist halt wirklich eine Möglichkeit für sehr, sehr, sehr kleine Teams oder Einzelpersonen sogar, mal was zu machen, ne? Und Fans zu erreichen, Spieler zu erreichen. Und insofern, das war vorher im Grunde nicht so wirklich möglich, ne? Der Independent-Bereich, der war irgendwo in irgendeinem sumpfigen Kellerloch zu finden. Und das sollte man bei der Kritik an Early Access einfach auch nicht vergessen, die positiven Dinge. Und denn das belebt ja nun mal den Markt, ne? Konkurrenz, das ist auch dann auch für die großen Entwicklerstudios mal
Mal wieder eine Herausforderung. Ja, und was von wegen Abzockerei und Geldmacherei, das kann ich so wirklich nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich leicht zu erkennen, ob da ein seriöser Typ hintersteckt oder nicht. Und die Regelmäßigkeit alleine der Updates, die da so rauskommen, das lässt sich alles wunderbar einfach nachvollziehen. Man muss natürlich einfach auch erstmal hingehen und sich damit ein bisschen befassen. Wer jetzt immer nur so aus dem Bauch so ein bisschen gehypt irgendwas kauft sofort, na ja gut, der hat dann selber Schuld. So, jetzt haben wir hier, ja, ich denke mal, das könnte mal weg hier, das Ding. Ihr seht ja, jetzt müssen wir zwangsläufig terraformen. Vorhin auch gesagt, mache ich im Grunde nie. Und jetzt muss ich, ja, weil ich möchte doch schon jetzt gerne schnellere Wendemöglichkeiten hier haben. Das ist ja, das sind ja Gleise, die sind ja jetzt schon klar, da wird erstmal nur ein Zug drauf fahren. Es sei denn, die Kohlenmine, die, oh, jetzt habe ich doch das langsame Gleis genommen. Das macht aber nichts, das macht aber nichts. Ja, es sei denn, die Kohlenmine, die produziert plötzlich so viel, dass wir doch zwei Züge einsetzen müssen. Was dann auch nicht schlimm ist, denn hier haben wir noch schon auch Platz, das kann man gut umbauen. Freuen sich auch die Leute in Bergisch Gladbach, ne? Bisschen Kohlenstaub vor der Nase. So, dann haben wir hier die... Ja, genau, dann müssen wir hier dasselbe nochmal machen. Ja, komm, jetzt sehen wir auch wieder das richtige Gleis, ja. Und dann führt das hier hoch. Da können wir auch direkt hier, das ist schön lange mit Volldampf. Ja, genau, so ist doch besser. Da kann er richtig Fahrt aufnehmen, auch schon da oben. Und nicht hier noch mit die Kurven eiern. So, dann geht hier der... Ja, da machen wir auch hier alles flach. Hier können wir vielleicht eine kleine Schlucht bauen oder sowas. So. Dann mal die Schiene da rein. Die schon mal da weg ist. So, und dann können wir vielleicht nochmal etwas nachbessern. Vielleicht mit diesem Pinsel hier. So. Ja, und was auch noch relativ neu ist in Machinki, beziehungsweise ich das jetzt erstmal so ein bisschen auf den Schirm bekommen habe, das ist die Möglichkeit, das Spiel zu modden. Das ist auch offiziell unterstützt und der Jan Cellini ist da auch ganz stolz drauf. Und da habe ich mich nur jetzt leider noch nicht mit befasst. Man kann da wohl einiges mitmachen mit dem Spiel. Interessant ist das. Ich modde ja auch gerne, wenn ich die Zeit dafür hätte. Im Moment stecke ich alle meine Freizeit wirklich in den Kanal und ins Video machen. Und sich mit einem Modding-Thema nochmal befassen, das ist ja mal noch richtig aufwendig. So, verbraten wir unser Geld mal hier. Ein paar Zipfel oben drauf bauen, damit es auch ein bisschen natürlicher aussieht. So. Wie sieht das denn aus? Ja, wenn das erstmal zugewachsen ist. Ja, also wie gesagt, müsste ich mich mal reinlesen. Aber es ist wohl inzwischen auch besser dokumentiert. Und von daher... Ist ja doof, wie man jetzt hier wegkommt. Ne? Der müsste von irgendwo anders ankommen. Vielleicht hier durch den Berg. Ah, es steht die Raffinerie im Weg. Aber hier könnte man vielleicht einen Tunnel einbauen. Da oben die Rückstrecke. Irgendwie, pass mal auf. Gucken wir, ob wir hier rumkommen. Die Raffinerie, da werden wir nicht mehr brauchen. Die ist jetzt zu weit vom Schuss. Und ich finde es schade, dass man teilweise auch die Sachen nicht so abreißen kann. Ich kann es ja mal probieren. Gebäude im Weg. Moment, vielleicht kann ich es auch so mal anklicken. Raffinerie. Das ist cool, ja. Hat man verschiedene so Kameraansichten. Hier unten kannst du dann auch nochmal aus wie in einer Eisenbahn. Moment, mal schauen. Schwapp. Ziemlich coole Einstellungen. Fantastisch. Ja, solche Details liebe ich ja. Ich sag's immer wieder.
Denn wie so ein Spiel aussieht, ist ja nun auch immer wichtig, ja. Und wenn du da eine blöde Kamera hast oder auch keine Möglichkeiten mal rumzuspielen, so wie jetzt hier, da geht viel verloren, finde ich. So, aber jetzt gibt es hier keinen Button irgendwie, wo steht löschen oder so. Ich würde das halt ganz gerne irgendwie... Ach, das ist aber der gleiche Knopf hier, okay. Ja, ja, leider nicht. Info nochmal, ob hier... Nee, ist nix. Ja, schade. Das wäre ganz cool, so Sachen zu löschen, die im Weg stehen. Auch mit dem Bagger habt ihr gesehen, geht das ja nicht. Na gut, aber gut, haben wir halt da eine Raffinerie stehen. Tun wir mal so, als wäre die unheimlich sinnvoll. Und dann bauen wir hier nochmal noch ein bisschen so einen Tunnel. So ein bisschen nur. Vielleicht hier. Ist da lang. Und dann nehmen wir den Steintunnel und machen okay. Ja, wunderbar. Und dann können wir hier mal... Jetzt... Da gehst du wieder aus. Hallo. So. So, das ist auch cool. Ja, können wir auch mal ein bisschen... Inzwischen so ein bisschen auf die Schönheit achten, ein bisschen mehr rumfummeln. Ja, wirklich schon alles im Griff hier, ne? Sonst weiß ich noch nicht, wann zum Beispiel jetzt neue Updates rauskommen. Von wegen, achso, hier muss ich ja hin. Zur Werkzeugfabrik. Oh, ja, da komme ich aber dann nicht mehr so einfach weg. Könnte man irgendwie, ja, den Bahnhof, ach, das wird aber eng hier. Vielleicht so und dann hier irgendwie lang. Moment, ich komme von unten. Dann fahre ich mal hier lang. Ja, wann zum Beispiel das nächste Update mit Strom und so rauskommt, ne? Das weiß ich jetzt noch nicht so wirklich. Aber wird schon irgendwann. Da muss ich mir allerdings überlegen, ob ich nicht eine neue Staffel anfange. Vielleicht nur mal eben die Neuigkeiten irgendwie vorführen und dann eine neue Staffel anfangen, wo ich dann nochmal mich hocharbeite bis ins Elektrozeitalter. Damit das Spiel auf dem neuesten Stand ist. Das war ja hier beim Diesel-Update auch so, dass es empfohlen wurde, eine neue Map zu starten. Ich brauche mal hier mal eben einen Wert, wie ich hier wegkomme. Wenn ich jetzt hier rauskomme aus dem Bahnhof, komme ich dann hier rum? Nee, komme ich nämlich nicht. Oh, weia, dann ist das hier ein bisschen zu eng. Ich werde das ändern. Ich werde dann hier... Machen wir das wieder weg. Ich werde hier einfach den Berg nochmal vernichten. Komm. So, machen wir ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir hier, können wir lang fahren. Und dann können wir hier schön einen Bahnhof machen, der da so gerade eben ranpasst. Versuchen wir es mal so. Ja, da ist die Werkzeugfabrik nämlich noch drin. So 6er Länge, wie immer. Und dann komme ich auch genau hier aus. Das ist ja perfekt. Das ist ja very, very perfect. Für ein zweites Gleis wäre sogar noch Platz. Brauche ich aber nicht, denn die soll ja wirklich nur Stahl bekommen, Quatsch, Eisen bekommen, um daraus Eisenocken zu machen. Warte, hier habe ich schon eine Belohnung, Moment. Achso, ich habe so Waggons bekommen, die ich nicht gebrauchen kann, ja. Und dann haben wir hier noch Trainspotting, da muss ich auch nochmal irgendwie mit rumfahren. Ach ja, ich muss noch einen Zug auf 130 bringen. Gerade der Zug, der schafft das aber gar nicht. Der fährt nur 110. Okay, wie soll das gehen? Okay. Ja, super. Jetzt komme ich hier auch mal wirklich weg. Und wir sind sogar schon auf einer ganz guten Höhe. Ein bisschen näher ran. So, dann habe ich eben für den... Zug auch eine Rundstrecke gebaut, ne? Die ist zwar relativ lang hier oben, aber ich denke mal, es geht trotzdem wesentlich schneller, als würde ich immer dieses Rangieren da einbauen. Und ach guck mal, jetzt habe ich so aus Versehen auch sogar noch Chemnitz hier so ein bisschen angeschlossen. Vielleicht kann man da ja noch später mal was mitmachen. Das lassen wir jetzt auch einfach so, weil es auch mal ganz cool aussieht. So, und jetzt haben wir hier noch die Probleme mit den Erz- und Kohlenzügen, die hier nicht wenden können. Ich denke mal, der Berg hier, der muss wirklich weichen. Na, der möchte gern Berg. Und dann müssen wir hier vielleicht auch mal etwas erweitern. So, nicht zu viel. Hier sind wir jetzt schon am Stahlwerk angelangt. So, und dann bin ich wieder hier unten auf dem, wo ich angefangen habe. Auf dem ersten Erz-
auf der ersten Erzstrecke. Und die werde ich jetzt mal hier so ein bisschen außenrum führen, dass der nicht durch den Bahnhof muss. Denn den wollen wir noch viel später mal anschließen, wenn überhaupt. Ja, wahrscheinlich schon, weil bietet sich ja jetzt hier an, aber es kommt darauf an, wie viel wir jetzt hier produzieren, dass die Werkzeugfabrik und das Stahlwerk bedient werden. Denn Stahlocken können ja auch noch was vertragen. Also, na gut, dann müssen wir hier mal schauen. Da kommt also hier der Erzzug an. Den bringen wir jetzt hier mal ein bisschen auf die Strecke. Wie kriegen wir das denn hier mal am besten wieder hin? Das ist doof mit der Ecke da, ne? Also ganz vorsichtig. Ne, so scheint es mir doch am besten zu sein. Und dann direkt hier runter. Ja, kann man doch so machen. So, und dann würde der allerdings... Der könnte hier außenrum wieder wegfahren. Und was machen die hier? Nun denn, ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich denke mal, das wird schon gehen. Und da muss ich dann nur noch die Züge drauf kriegen auf diese neuen Strecken. Dafür habe ich aber hier in der Nähe einen neuen Lokschuppen gebaut. Dieser ganze Bereich hat ja hier einen eigenen Lokschuppen. Ja gut, beim nächsten Mal kann ich euch auch wieder was an neuen Strecken zeigen. Vielleicht fahren wir auch wieder ein bisschen mehr mit. Mal sehen, immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr mal wieder einschaltet. Bedanke mich auch heute fürs Zusehen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.